Heute gibt es Schüttelgurken und so einfach werden die gemacht. Los geht's, hier habe ich 4 Einlegergurken und da schneide ich erstmal die Enden ab. Danach schäle ich die, aber lasse immer so einen grünen Streifen da. Es sieht einfach besser aus. Und jetzt in dünne Scheiben schneiden. Alles in eine Tupperdose geben oder ein Gefäß, was ihr dicht verschließen könnt. Eine halbe Zwiebel. Klein schneiden. 2 Knoblauchzehen und etwas Dill klein hacken. Auf diese 4 Gurken, die ich hatte, ungefähr 500 Gramm schwer, kommt 1,5 Teelöffel Salz, 3 Teelöffel braunen Zucker, 1/2 Teelöffel Senfkörner, 1 Teelöffel getrocknete Jalapeno, Flocken, die sind noch geräuchert, frisch gemahlener Pfeffer, ca. 2 Esslöffel weißen Balsamico-Essig. So machen, gründlich schütteln. Jetzt mindestens 5 Stunden im Kühlschrank stehen lassen. Zwischendurch mal schütteln, ist nicht verkehrt, geht wirklich schnell. Und so sehen die aus, richtig in schönem Sud. Der Duft ist schon mal sehr gut, süß, sauer und dann die Schärfe von den Chilis, leichtes Raucharoma, passt richtig gut zusammen mit dem